Sarah Kastenbeck im Tierpark Berlin. Ja, nicht verhungern, ist nicht schlimm. Alles gut, ja, komm. Na ja, komm, Schnuckelchen. Hm? 900, wenn es still sitzen würde, 91. Ein ordentliches Gewicht für das 4 Wochen alte Junge. So, haben sie alle 3 gut zugenommen? Denn es sind ja jeden Tag immer nur ein paar Gramm. Ja, siehste. Komm, jetzt sehen wir die anderen besuchen. Hm? Na komm, komm, Schnuckelchen. Guck mal, da sitzt schon einer von euch. Och, nicht knurren, nicht knurren. Komm, wir setzen uns erst hin. Hm? Komm, na komm mal her, Schnuckelchen. Na komm mal her, Schnuckelchen. Hm? Na komm. Hm? Siehste, da mal das 3. Kind. Hm? Seht ihr? So, nur als Beweis, ihr seid wirklich 3 Kinder. Hm? Ja. Zwei Mädchen. Oh, nicht knurren. Hm? Na, was ärgerst du dich denn hier? Ja, ist so schlimm. Na komm. Hm? Wenn es schlimm ist, geh runter. Wir haben öfter schon 3er-Würfe gehabt. Wir haben auch schon 2 gehabt. Einzelkinder war noch nicht. Aber das ist für Karakale nicht untypisch. Ja, und die Kinder wachsen hier nur mit Mutti auf. Papa ist leider nicht familienverträglich. Papa ist schon, wenn er mit Muttern nur zusammenlebt, so dass wir sie zum Essen trennen müssen. Also es ist kein harmonisches Ehepaar. Sie sind beide sehr temperamentvoll. Und demzufolge müssen wir denn hier trennen. Hm, ihr Süßen? Das kleinere Mädchen, eigentlich ganz der wilde Papa. Hm? Heute aber nicht. Namen für die 3 werden gerade gesucht. Da befragen wir die Landkarte wie jedes Jahr. Also irgendwo aus dem Verbreitungsgebiet, die sind ja aus Südafrika, ist ja südafrikanische Karakal-Unterart. Und da finden wir ganz bestimmt einen Ort, eine Wasserstelle oder irgendeinen Landstrich. Ja. Der Umgang in der Familie, vorbildlich. Auch wenn Petra Schröder nicht da ist. Die können miteinander spielen und sich ergänzen. Und vor allen Dingen auch die Alte kümmert sich um jedes Kind. Also wenn sie sich dann also ungestört fühlt, liegt sie, wo ich jetzt hier sitze, auf dieser Holzplanke und lässt die dann alle 3 trinken und spielt auch mit denen, putzt die, wärmt die. Und sobald dann hier irgendwas Fremdes auftaucht, sprich ein Lehrling oder irgendjemand, den sie nicht kennt, warnt sie auch. Und dann ist die ganze Familie hinten in der kleinen Hütte verschwunden. Ja, ihr Süßen, aber mich kennt er ja hier, wa? Da braucht er ja nicht die Flucht ergreifen. Hm? Ja, und so war es von Anfang an. Die beiden suchen den Kontakt und kuscheln und die kleine Temperamentvolle gar nicht. Nun ja, das Temperament hat eben mal einen Tag freigenommen. So, mal gucken gehen, ob Mutti aufgegessen hat. Dann kommt eure Mutti wieder. Hm? Denn wir locken ja die Mutti immer mit Futter nach nebenan, sonst würden wir ja gar nicht an die Kinder rankommen. Also die Alte ist es gewöhnt, dass es in der Nachbarbox was zu essen gibt. Dann können wir die Kinder kontrollieren, sauber machen und nach einem Moment darf die Mutti dann wieder zurück. Und das ist dann auch so ein Vertrauensverhältnis zwischen der Mutter und uns, dass sie umsteigt und dass sie weiß, hier passiert nichts. Denn sonst würde sie da nebenan auch nicht die Ruhe finden zum Essen. Ja, momentan bin ich ja Ersatzmutter. Noch lieber mögen die Kleinen nur ihre echte Mama. Elke vorne und Hänsel im Hintergrund. Eigentlich das perfekte Marabu-Paar. Doch Elke liebt einen anderen. Na, Elke? Ich hab dir schickes neues Nistmaterial besorgt. Guck mal. Und klapp. Genau. So, guck mal. Ganz tolles neues Nistmaterial. Ich gesagt, naja, so toll ist es auch nicht, aber zumindest was Frisches, ne? Jo.
Was sagst du dazu? Dein Ring ist ja auch schon wieder total zugekackert. Mann, Mann, Da müssen wir uns aber auch mal drum kümmern, ne? Ja. Schneckchen. Komm mal hier. Los. Nach Ruff dem hier. Smalltalk genau. Kommt Brunnenrichter endlich zur Sache. Und wie geht's mit dem Händel hier? Durch den Zaun geht's, ja. Aber sonst willst du ihn auch nicht haben, ne? Du, gucken dir doch mal genau an, das ist ein schicker Mann. Den Mario haben wir auf der Anlage geschickt und den Schotter, damit du hier unten mit dem Hänsel Ruhe hast. Ne? Elke und die Männer. Eine lange Geschichte ohne Happy End. Der eine, dem sie ihr Herz geschenkt hat, der will es nicht haben. Ja, bloß ich. Mit mir und dir wird's auch nicht. Musst du dich schon an den Hänsel wenden. Hier, ne? Naja, das ist bloß mit dem Hänsel ist das Problem, weil er hat schon Kinder gezeugt, der Hänsel. Aber das ist eben das Problem bei den Marabus mit dieser Unverträglichkeit. Und jedes Jahr von neuem probiert man's und unter Aufsicht geht's. Da haben sie sich so, naja, sie gehen sich nicht so direkt, also wollen sich auch nicht so richtig, aber so, dass sie sich hassen, sieht man auch nicht, aber kaum ist man weg. Da macht der Hänsel dann schon mal Annäherungsversuche und sie missversteht diese Annäherungsversuche, weil sie ja mal vom Mario zusammengeschlagen wurde und dann hat sie ja nun sich gemerkt ganz einfach mal und wenn er dann ankommt, dann droht sie ihn an und ja, und wenn sie ihn androht, dann droht er dann natürlich auch zurück und das kann natürlich nachher dann in eine Klopperei ausarten und dann nicht, dass er denn, weil Elke ist ja hier nicht größer als eine Teppichzwicke, dass er sie dann sozusagen dem Erdboden noch gleich macht, ja, ja. Ne? Du kleine Schnecke, aber du. Hier, bei der Elke ist es auch ganz anders als bei den anderen, dreien. Also beim Schotter ist es auch ein bisschen später, aber bei der Elke ist es ganz extrem spät. Die mausert im Winter, wenn in den anderen Zoos überall die Marabus brüten. Sie bekommt jetzt diesen Brutfleck hier hinten, das ist ein dunkler. Da sieht man die Kiele. Dunkel glänzende Federn werden das. Und den bekommen sie immer während der Brutzeit. Und dann eben dieses farblich abgestimmte, also eben richtig schön orange-rot im Gesicht und dieser blaue Nacken und der auf dem Kehl sagt ganz viele, die Flecken, dass sie vergrößert sind und auch hier hinten die Flecken alle schön vergrößert und blau und also die Haut selbst blau und dann richtig diese schwarzen Flecken. Das bekommt die Elke jetzt während der Sommerzeit, weil sie im Winter. Ja! Weil sie im Winter einfach, ja, fein, im Winter mausert und dann während er im Sommer fertig ist und demzufolge im Sommer brutbereit ist. Und nun hoffen wir, dass wir es während des Sommers jetzt ganz einfach mal mit dem Hänsel dann eben auch mal probieren können. Wenn ich denn da bin, dann lasse ich sie auch mal zusammen und dann gehe ich auch mal so um die Ecke und dass sie sich ohne Aufsicht fühlen. Aber letztens hatte ich sie zusammen gehabt und da war das schon wieder so eine Situation, da habe ich sie auch schnell wieder auseinandergenommen, weil das bringt ja nichts, wenn uns hier die Elke einfach mal zu Schaden kommt, ja. Ne, Schnecki? Du kleine. Guck mal, der Hänsel guckt schon ganz interessiert. Nicht aufgeben, Hänsel. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Für Orang-Utans bestimmt ein lustiger Anblick, wenn im Zoo Berlin Menschen auf Bäume klettern. Ihre Höhenangst müssen heute Christian Haust und Roten Greilke überwinden. Toll. Jetzt füllen wir gerade die Erde auf. Toll, ja. Ein neues Außengehege für die zweite Orang-Utan. Das wird alles neu dekoriert. Und da ist auch erst neu gebaut worden. Und das ist dann praktisch sozusagen das i-Tüpfelchen. Denn die Affen brauchen ja Beschäftigung, müssen sich bewegen können, müssen eben viele Klettermöglichkeiten haben. Soll ich gleich das Ende mitnehmen? Ja. Macht Sinn, ne? Meine Damen und Herren, liebe Orang-Utans, die Vorstellung beginnt. Wir haben gerade Zuschauer. Die bisher nur einen Artisten bestaunen können. Dadurch, dass Ruhm ja noch wenigstens 5 Jahre jünger ist als ich, lasse ich ihn eben natürlich nach oben klettern und er ist ja auch ein bisschen leichter.
Der ein oder andere Ast würde wahrscheinlich unter mir wegbrechen. Besonders wichtig in großer Höhe, klare Ansagen. Schelle? Hä? Schelle oder ohne? Was brauche ich? Mit einer Schelle? Eine Schelle? Ach, brauchst du? Nee, machen wir ihn ran oder nicht? Ja. Auf gut Deutsch. Das wird ungemütlich für Christian Holt. Also, was bei Ruhm so leicht aussieht, ja, das ist für mich Quälerei. Die letzten 10 Jahre bin ich nicht mehr schwindelfrei. Ja. Einmal rum, drüber und dann zu dem. Ja. Und dann bin ich froh, wenn ich hier wieder unten bin. Gärtner machen ihre Sache ganz gut. Was wirken die Orang-Utans? Die denken auch, was stellen die sich an? Jetzt wollen wir mal sehen, wenn die Seile deine Gewicht aushalten, dann halten sie auch das Gewicht der Affen aus. Was soll denn das heißen? Also wenn die mich nicht halten, dann können wir aufhören, dann können wir alles wieder abbauen. Orang-mäßig jetzt, ja? Also, Na, jetzt musst du dich für eins entscheiden da oben, sonst hast du ein Problem. Ja, das stimmt. die machen das ja auch eigentlich freihändig. Ja, aber wenn sie. Das brauchen wir jetzt nicht vorführen, sonst fällt es uns auf den Kopf. Machst du frei? Gut, ne? Hält. Aber jetzt kann man eben mal sehen, warum wir jetzt das so in doppelter Führung aufhängen. Weil die Affen denn die Möglichkeit haben, sich nicht nur zu hangeln, das können sie ja nach wie vor, sondern auch oben greifen und mit den Füßen können sie auch greifen und unten können sie dann gleichzeitig sich dann auch festhalten. Und das machen sie ganz gerne, dass sie oben mit den Armen sich führen und unten mit den Beinen eben dann auch langlaufen. Jetzt falle ich. Von wegen. Zum Orang-Utan ehrenhalber ernannt wird, oben greifen. Ah. Gelangweilte Gesichter derweil bei den echten Orang-Utans. Die Vorstellung der Pfleger in ihren Augen schwach. 3- bis ungenügend. Elke, geh doch mal hinter. Elke und die Liebe. Ja, vorher schick machen, ne? Die unendliche Geschichte. Geht weiter. Guck mal, geh doch mal hinter. Geh mal hinter zum Hänsel. Hallo, Fräulein. Na toll. So, Elke, komm mal mit. Komm mal mit, Elke. Komm mal rein. Komm mal rein. Komm mal rein, Elke. Komm mal hier. Dahin. Nicht zu mir. Elke. Guck mal, geh noch mal zum Hänsel. Bloß schnell raus. Dann schick den Hänsel mal hinterher. Gut. Hänsel gibt sein Bestes. Nicht erhören. Na seht ihr, klappt doch. Oh, Elke, du bist ne. Guck mal, der Hänsel nimmt das Nest in Beschlag. Schnell hin. Geh mal schnell rüber zum Nest. Ach, was geht's mich an, ne? Ja, schön. Da ist der Hänsel. Da lang. Weiter. Ab durch die Mitte. Genau, geh zum Hänsel. 2 Sekunden näher. Das genügt Elke. Einmalen gibt es keinen Streit. Das ist total entspannt, ist das jetzt. In diesem kleinen Augenblick standen sie ja nebeneinander. Eigentlich vom Prinzip her waren sie beide entspannt, ganz einfach. Wir müssen bloß einfach mal mit ihnen trainieren. Der Tierpark sucht erfahrenen Flirtlehrer mit Spezialgebiet Marabus. Dringend. Bitte nur erfahrene Bewerber. Viel Geduld und Ausdauer sind erforderlich.
Sie ist ja noch im besten Alter, sie kann ja noch, ja. Kann ja noch lange sich hinziehen, dass sie legt. Ne, Elke? Elke steht eben nicht nur auf Marabou-Männer. Ja, die, am liebsten würde sie mit uns allen, ja. Aber so ist, geht das nicht. Das geht wirklich nicht so. Ja, das geht nicht. Du bist ein Marabou. Das hat dir aber wahrscheinlich, haben wir dir schon so oft gesagt, aber du verstehst es ja nicht, genau. Du bist kein Mensch, du bist ein Marabou. Verstanden? Mir doch egal, ne? Ja. Ist doch egal. Du Süße. Ne? Jo. Ich warte ja auch mal auf den Augenblick, wenn ich hier drinne bin, dass er mich mal rausschmeißt. Also da warte ich wirklich mal drauf, denn dann weiß ich genau, dass er auch wirklich richtig feste Absichten hat. Aber muss man abwarten. Und dann musst du aber auch wollen. Guck nicht so. Du musst wollen dann. Ja? Hast jetzt mitgekriegt, da ist Hänsel, das ist ein Mann, ja. Der hat, da, guck, da. Arme Elke. Ja. Ein Blauschwanz-Skink. Ob Vater oder Mutter, das wissen noch Grit Vogel und Manuela Roman nicht. Eines rechts, ist aber klar, einer es gibt links. Nachwuchs. Die Eier hatten wir bloß gefunden, weil auf immer ich komme morgens und das ganze Wasserbecken voller so Bodensubstrat. Das ist ja schon mal komisch. Da habe ich alles ein bisschen weggenommen und dann gucke an und dann wurden es auf immer, immer mehr und sind dann 11 Eier. Unbemerkt von den wachsamen Augen der Pflegerinnen haben die Eltern ganze Arbeit geleistet. Da ist noch keiner. Da haben wir Blauschwanzginke drin. Ganz hektisch und aufgeregt. Der Nachwuchs ist immer hungrig. Husel, husel. Gritti, kannst du mal bitte ein paar Heimchen bringen? Ja, kann ich machen. Das sind unsere Futterinsekten, da haben wir drei verschiedene Größen. Für die kleinen Blauschwanzmabulen, für die Kinder nehmen wir natürlich die kleinste Größe. Dann nehmen wir ein bisschen mehr. Die füttern wir lebend, weil die nur auf Lebendfutter gehen. Die wollen also jagen. Sind aber ganz schön gewachsen schon, ne? Weil die sieht man so selten. Die sind natürlich verdammt flink, aber das haben sie von ihren Eltern. Die sind auch so hektisch. Die Eltern haben wir geschenkt bekommen von einem befreundeten Terrianer. Das Witzige an der ganzen Sache war, sie kamen bei uns an als zwei Mädchen. Zumindest sahen sie auch so aus. Ja, sie sahen auch gleich aus. Und ja, wir haben uns dann nichts weiter dabei gedacht. Und eines Frühs liefen auf einmal zwei kleine Kinder drin rum in dem Terrarium. Also konnte das ja schon mal ja nicht mehr sein, dass das zwei Mädchen sind. Die hat die Eier so gut versteckt, dass wir sie nicht gefunden haben. Wir haben dann also immer nur die Kinder vorne rausgesammelt. Weil man sieht auch an der Atmung, dass das momentan Stress ist für die. Beim Rausfangen der Jungtiere mussten wir ja mit Keschern arbeiten. Und dabei ist ein Jungtier vor Stress gestorben. Ist also umgekippt und war tot. Deswegen gehen wir mit denen so gut wie gar nicht mit den Finger rein. Die haben deswegen auch sehr viel Rindenstücken drin, um sich verstecken zu können, damit die jetzt wenigstens groß werden. Die nächste Generation der schreckhaften Echsen ist schon unterwegs. Das ist natürlich für uns auch was Besonderes, weil Blauschwanzbabuyen hatten wir noch nie hier im Tierpark. Und dann gleich so ein Zuchterfolg, dort unten die 7 Jungtiere. 5 sind es bloß 5. Noch. Ach ja, einer ist ja, zwei sind gestorben. Immer als wir sie oben noch hatten, da ist uns auch einer so einfach umgekippt. Und dann jetzt hier gleich die 11 Eier, ist natürlich was Feines. Guten Morgen, Eika. Und guten Morgen, Treu. Die letzten Tage auf der Eisbäranlage sind angebrochen.
denn sie soll umgebaut werden. Ein extra großer Scheck. Ein gutes Zeichen. Um den Eisbärenwohntraum zu verwirklichen, braucht der Förderverein Spenden. Das Geld ist ja noch nicht abgeholt, oder? Doch, das ist schon überwiesen, ja. Also wir haben die Aktion Eisbären für Eisbären und wir sammeln Geld mit Unterstützung der Eishockey-Eisbären dafür, dass wir die Eisbärenanlage hier im Tierpark umbauen, auch die Bärenanlagen im Zoo, und wir wollen Kindern aus sozial schwachen Familien einen kostenfreien Besuch vom Tierpark und vom Zoo ermöglichen, und vor allen Dingen haben wir noch ein Artenschutzprojekt für Eisbären im Polargebiet. Ja. Na, dann werden wir mal sehen, dass die Anlage hier so umgebaut wird, dass eben eine Scheibe hier reinkommt. Wird für uns schön sein, wir haben was zum Putzen mehr. Aber von der Wasserseite aus, ne? Hm? Von der Wasserseite? Von der Wasserseite aus mit einem Kisten Neoprenanzug. Dicke. Und einen ganz langen Schnorchel. Ja, ja. Der kann nämlich so jetzt schwimmen. Und das kann man dann eben durch die Scheibe beobachten. Das ist natürlich schon eine interessante Sache, wenn man die Tiere auf gleicher Höhe anschwimmen sieht und ihre Gesichter auf Augenhöhe sozusagen hat. Also das, denke ich mal, wird schon interessant werden. Für die Besucher auf jeden Fall. Eher unbeeindruckt von den großen Plänen geben sich Eika und Fall. Mehr Engagement für das Projekt zeigt Fördervereinschef Thomas Ziolko. Berlin als Hauptstadt der Tiere sozusagen mit zwei wunderschönen zoologischen Einrichtungen. Da gibt es ganz viele Leute, die das auch aktiv unterstützen. Und halt auch Unternehmen. Es ist halt auch wichtig, dass Unternehmer bei der Aktion Eisbären für Eisbären sich engagieren. Oder halt auch aus dem Sportbereich wie die Eishockey-Eisbären. Also das ist auch eine riesige Unterstützung. Also allein die Tatsache schon, dass über uns geredet wird, genau, ist ja schon Werbung genug. Und wenn man das in einer, wir haben es ja erlebt, als die Scheckübergabe war in der O2 World, 16.000 Menschen, das war schon eine beachtliche Sache. Obwohl, ich muss sagen, in dem Moment die Angst überwog, dass wir nicht hinfallen. Weil wir mussten aufs Eis. Genau, das war glatt. Aber man hat uns aufs Glatteis geführt, aber wir haben uns auch führen lassen, aber nicht im negativen Sinne. Gut für Eika und Roll, dass sie so einsatzfreudige Pfleger haben. Sie vermehren sich wie die Karnickel, die Springhasen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Komm mal her, Baby. Froh über jedes Baby ist Marzena Glogowska. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Besonders dann, wenn sie es bei der eigenen Mutter lassen kann. Das Jungtier ist ja ein bisschen unruhig, deswegen, ich bin ja diesmal nicht die Mama, aber, ja, genau. Aber die entwickeln sich bei Mama total anders. Die sind ja keine so Jammerlappen. Sind sie menschenscheu, auf jeden Fall, so wie Hasen sollten sein. Und dann von der Größe und von dem Fell ist wirklich riesiger Unterschied. Denn Fell ist ja dicht. Das Jungtier kommt ja sehr schnell alleine zurecht. Und ist ja auf jeden Fall sehr schnell selbstständig auch. Ein bisschen dauert es aber noch. Ist ja auch erst 2 Wochen alt, das Kleine. Die Mama könnte ja auch schon langsam nervös sein. Aber sonst funktioniert. Ich versuche ja auf jeden Fall nicht sehr oft das Jungtier auf den Hand nehmen. Die Mama ist wirklich sehr, sehr zu uns Menschen auch gewöhnt. Und dann macht sie ja, ist sie nicht böse mit uns, wenn wir ja das Jungtier kontrollieren, ob es ja alles in Ordnung, ob der Bauch ist ja voll, ob es ja, ob hat richtig gefressen und so. Dann ist sie wirklich geduldig mit uns Menschen. Kein Wunder. Marzena Glogowska ist ja auch die erfahrenste Springhasenmama im Zoo. So, na dann wollen wir doch mal gucken, ob unsere Kappengeier tatsächlich ein Ei haben. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus.
Na, meine Lieben, enttäuscht mich nicht. Es hilft nichts. Klaus-Dieter Grahl muss nachschauen. Ah, warten wir noch mal reingehen. Wo ist das eng? Habt ihr ein Ei gelegt, ja? Wollen wir doch mal gucken. Ja, unsere beiden Kappengeier, die sind jetzt hier noch im Innenraum. Und die haben jetzt gerade noch ein Ei gelegt. Da will ich mal gucken und das wegnehmen, weil wenn die Tiere jetzt rauskommen, kann das Ei natürlich nicht hier drin bleiben. Das müssen wir dann wegnehmen und in den Brutapparat legen. Ja, ups, ist ja gut, Kleiner. Ja, tatsächlich ein schönes Ei. Ja, ist gut. Bist sauer, ne, dass ich es wegnehme. Aber ihr könnt ja draußen Neues legen. So, schön vorsichtig, damit es nicht kaputt geht. Ja, die Kappengeier werden eigentlich relativ häufig in zoologischen Gärten gehalten. Aber die Nachzucht, das ist natürlich nicht immer so gegeben. Bei uns, da ziehen sie regelmäßig nach. Und wir haben schon viele Handaufzuchten gehabt, aber auch schon viele Naturbruten. Das ist diesmal keine Option. Das Ei mit den Eltern nach draußen umsiedeln, zu riskant. So, macht's gut. Und wer weiß, ob sie es dann noch annehmen. Bei dem erfahrenen Pfleger ist das Ei in sicheren Händen. Na wunderbar, hat ja geklappt. Wunderschönes Ei. Machen wir aber kein Omelett von, sondern das packen wir gleich in den Brutapparat. Den hatte ich schon vorbereitet. Der läuft hier schon. Und zwar haben wir hier eine Luftfeuchtigkeit von 40% und die Temperatur beträgt 37 Grad. Genauso wie bei Mama und Papa im Nest. So, das legen wir hier rein. Das Ei liegt jetzt hier auf Rollen. Und hier ist so eine Automatik, die dann diesen Kasten, wo diese Rollen drin liegen, hin und her schiebt. Und auf diese Art und Weise wird das Ei dann gedreht, so wie die Elternvögel das auch machen würden. Kappengeier sind gefragt, alle Geier sind gefragt, weil aus der Natur kommt nicht mehr so viel. Man darf ja nicht mehr die Tiere aus der Natur entnehmen. Also müssen die Tiere, die jetzt in den zoologischen Gärten sind, für einen Bestand halt sorgen. Dann mal los, ihr zwei. Der kleine Bulan lernt jeden Tag dazu. Da ist der Orang-Utan-Junge nicht der Einzige. Neugierig auf alles, was mit Menschenaffen zu tun hat, ist Serena Miriam Holm. Sie absolviert gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr. So, hier haben wir unsere erste Orang-Gruppe, Sumatra-Orang-Utans, mit dem Mano, das ist der Papa von denen, die Bini, die Mutter, jetzt versteckt sie sich gerade da oben, vielleicht kommt sie ja runter. Bini hat ja noch das kleine Jungtier dabei, das ist der Bulan, der ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre, aber für sein Alter schon recht selbstständig. Normalerweise ist die Bini hier immer am Rumtouren und der kleine Bulan, der klettert hier auch schon alleine rum. Wir haben noch den Bagus, der ist 8, der könnte eigentlich auch schon aus der Gruppe raus. Aber dadurch, dass es in Deutschland oder allgemein einen sehr großen Überschuss an männlichen Orangs gibt, haben wir leider noch nicht die Möglichkeiten, den an anderen Zoo zu vermitteln. Weil da überall noch erwachsene Männer sind und man kann halt keine zwei Männchen in einer Gruppe halten. Was würde passieren, wenn jetzt zwei Männchen in einer Gruppe wären? Die würden sich töten. Naja, gehen wir mal weiter zu den nächsten. Hier haben wir jetzt unsere zweite Gruppe, Sumatra-Orang-Utans. Hier mit dem, auch wieder dem Papa, den Ensche. Ja. Hier neben ist unser zweitältestes Weibchen, die Jasinga. Und da oben ist die Mutter von der Satu, die Mücke. Ja, die Satu, die ist mittlerweile 5.
ist sehr selbstständig schon. Wenn Gefahr ist oder so, dann geht sie natürlich immer wieder zur Mücke zurück. Also wenn hier eine Situation komisch ist. Aber so bewegt sie sich am Tag frei, ganz selbstständig. Die neue beeindrucken. Das versucht Ensche. Allerdings eher erfolglos. Wenn neue Leute da sind, unbekannte Gesichter, also er sieht ja, dass du auch halt grün anhast, wie ein Tierpfleger. Da muss er erstmal so zeigen, so, er ist hier der Chef im Urwald und dann machen sie halt, nehmen sie halt die Seile und alles und machen damit halt Krach und randalieren so ein bisschen, um zu zeigen, ey, ich bin hier der Boss. Machen sie im Urwald auch, dann nehmen sie den Äste, Stöcker und schlagen die rum, wenn andere Männchen in der Nähe sind, machen sich halt groß. Dadurch ist auch das Fell bei den Männern so extrem lang, weil die machen dann von Weitem, zeigen die dann schon die Arme ausgebreitet, sieht man eine riesengroße Silhouette, dadurch, dass das Fell dann so runterhängt. Und da signalisieren sie den Gegner sozusagen, den anderen Menschen, ich bin riesig, komm ja nicht erst ran. Und so vermeiden sie dann auch diesen direkten Kontakt. Das wär's denn. Gut. Dankeschön. Ja. Dann legen wir mal los mit der Arbeit. Alles klar. Mangalitza-Schweinmutter. Wir wollen heute die Rosi mit ihren Ferkeln das erste Mal auf die Anlage lassen. Die sind jetzt nahezu 3 Wochen alt. Und da hoffen wir, dass es ihnen Spaß bringt auf der Anlage. Na, aber. Rosi, na komm. Du, komm mal, Kleine, komm. Komm. So, Ausjank. Hopp, hopp. Geht mal mit der Mutti. Komm. Ja. Da hat einer wieder einen Anschluss. Ja, ja. Nein, nein. Das kennen nein, Sie noch nein, nicht, nein, die Öffnung. Da hinten, guck mal da. Da ist der Ausgang. Komm mal. Ups. Komm her, komm. Bloß nicht anfassen. Wenn die schreien, dann haben wir die Mama am Hintern. Ich meine, das wäre dann nicht so schön. Keine Sorge. Niemand schreit. Und kein Hintern ist in Gefahr. Sind 3 Jungs und 2 Mädchen. Jetzt sind sie so in dem Alter, wo sie richtig schon die Welt erkunden und auch schon anfangen, irgendwie so Sachen zu fressen. Und die sehen auch richtig jetzt so richtig niedlich aus, richtig knuffig, rundlich. Und da wollen wir sie jetzt auch den Besuchern präsentieren. Nachher wollen wir dann die anderen noch dazulassen. Wir wollen jetzt erstmal, dass die Ferkelchen die Anlage erkunden. Und dann lassen wir den Eber und die andere Sau noch mit dazu. Und da kann es natürlich sein, dass die sich erstmal ein bisschen beißen, die Mutter mit den anderen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und dann gegebenenfalls dazwischen gehen, wenn es zu arg wird. Wird schon gut gehen. Die kriegen das schon untereinander hin, hier backen. Ja. Das ist jetzt immer so gewesen. Ne? Beim Wildschwein ist es ja ähnlich. Die Bache, die macht ja auch im Wald erstmal ein Riesennest und ist mit den Frischlingen erstmal allein und dann. Auch meistens so nach 3 Wochen gehen die dann wieder zurück zur Rotte. Die Ferkelchen, die sehen ja auch fast aus wie kleine Frischlinge, sind auch so gestreift. Ja. Da kennt man eben noch die nahe Verwandtschaft auch zum Wildschwein. Aber so sehr scheu sind die diesmal nicht. Also die kommen auch manchmal an und sind neugierig und schnuppern so. Mit eine Ferkel wollte mir schon mal eine Hand zwicken. Allenfalls ein wenig kamerascheu. Na, Griselinchen, schläfst ja noch. Hallo. Bist du heute eine Langschläferin? Na, hallo. Genau, mach die mal wach, die kleine Maus. Ja, da guck ist der mal. Kopf. Oh, lecker Futter. Aber erst kommt dein Mann raus. Ameisenbären Griseline darf langsam wach werden. So. Ihr Mann Ori hat schon ausgeschlafen. Und da kommt auch Griseline. Die Pfleger hoffen auf neuen Nachwuchs. Der alte Nachwuchs würde dabei nur stören. Mal hier, mein Schöner. Jo. Aber der ist schön groß geworden. Riesig ist er geworden. Und so einen schönen Schwanz hat er. Sieht da richtig schön aus.
Ja, Carlos muss jetzt erstmal noch ein bisschen drinnen bleiben, weil sich draußen ja die Eltern zusammen vergnügen. Die sollen für Nachwuchs sorgen. Mhm. Damit der Carlos auch ein kleines Schwesterchen oder Brüderchen bekommt. Hm? Ja. Die Eltern sind bei der Frage, wer wen besteigen muss, irgendwie durcheinander gekommen. Solche Fragen beschäftigen Carlos noch nicht. Also, erwachsen ist er erst so mit 2 Jahren. Er wächst immer noch so ein bisschen. Zurzeit hat er 35 Kilo und der wird aber noch bestimmt ein bisschen was zulegen, nicht? Ja. Weiß nicht. Haben wir dich jetzt gestört? Ja? Hm? Ja. Also den haben wir ja vor 3 Monaten von der Mutter getrennt und ja, natürlich, die ersten 2 Tage war noch so ein bisschen, dann hat er gerufen und das war aber eigentlich gar nicht so problematisch. Und die konnten sich ja auch durchs Gitter immer noch beschnüffeln, ablecken. Konkurrenz von einem neuen Kind muss Carlos nicht fürchten, solange Mama und Papa nicht den Platz tauschen. Na? Carlos? Hm? Jetzt möchtest du spielen, nicht? So langsam wird's aber auch gefährlich mit dir, nicht? Weil die Krallen, die sind doch ganz schön heftig. Mhm. Schöne, fette, dicke Krallen hast du, mein. Aber sind nicht scharf. Ganz im Gegensatz zu Griseline und Ori. Die sind offenbar sehr scharf. Haben ihr Stellungsproblem, aber immer noch nicht gelöst. Da hilft nur üben, üben, üben. Dann geht mal gucken. Gemeint sind die Mangalitza-Schweine Tristan und Isolde. Guck mal, wo ist denn die Rosi? Nee, komm da hinten ab. Geh hin zu deiner Frau und guck dir deine Kinder an. Jetzt, ist Frauentag. Jetzt hat er sie entdeckt. Die Oper in der Tierpark-Interpretation. Tristan liebt Rosi. Isolde ist eifersüchtig. Ja, der Eber hat schon wieder andere Interessen. Erster Aufzug. Das Feuer der Begierde zwischen Tristan und Rosi. Es brennt lichterloh. Der Kinderreichtum von Rivalin Rosi. Für Isolde kaum zu ertragen. Na! Hey! Isolde! Na ja. Die wollte den Ferkel beißen. Die Regisseure der Aufführung, Marina Funke und Ronald Lechert. Die haben auch noch Freiraum, also die können jederzeit auch gut ausweichen hier. Also das ist nicht, dass sie in der Enge getrieben werden können. Also die haben immer irgendwo hier einen Rückzug oder sowas. Ja, das ist auch noch der Jute dabei. Die Anlage ist ja groß genug. Zu viel Drama. Unerwünscht. Hörst du mal auf? Ja, ja. Du, schön lieb sein. Aber ich kann sie ja mal mit einer Rübe ablenken. Ja, wir haben ja eine Ablenkfütterung noch. Komm mal her. Guck mal. Da, Trostpflaster. Das schmeckt, wa? Dermaßen abgelenkt, gibt Isolde ihren Tristan frei. Angst haben sie keine vor dem Papa, wa? Nö. Er hat auch noch komischerweise keine Anstalten gemacht, aber er hat mehr Interesse an Rosi. Naja, so lange hinter Zaun. Die war ja böse, wa? Die hat gebissen. Das wird sie unergeben. Ein ungewöhnliches Opernende. Ganz ohne Verrat, Leiden und Tod. Schlecht für die Dramaturgie. Aber gut für die Mangalitza-Schweinchen. Die Pantherschwestern Ormilia und Batoraya erwarten Besuch. Ja, hallo. Na, ihr beiden? Oh, Ormilia, du siehst aber schmutzig aus. So, Schneckchen, ihr könnt jetzt raus, ne?
Eure Eltern sind schon draußen, die haben sich schon erholt von euch. Das ist immer wichtig, dass die eine Weile mal für sich sein können. Und jetzt dürft ihr mit raus, okay? Ein bisschen spielen. Ja, die sind jetzt 8 Monate. Das ist bei den Pantherchen ja immer so das Ding, die sind so sehr schmal und zart. Das heißt, die können immer so sehr spät erst ins Außengehege, weil sie uns sonst durch die Maschen schlüpfen. Und von daher sind die noch nicht so sehr häufig draußen gewesen, weil das Wetter dementsprechend ja auch immer nicht so ist. Aber bei Sonnenschein, da dürfen sie natürlich draußen rumhüpfen und die Eltern ärgern. Was natürlich für die Eltern am ersten Tag, als die rauskamen, also eine fürchterliche Situation war, dass auf einmal ihre Stunde, da diese da draußen eben wirklich in Ruhe alleine hatten, gestört wurde. So, aber jetzt hinaus. Mit den Kindern. Hinein mit Mama Angie. Stoische Ruhe. So reagiert Papa Bromo auf seine wilden Mädchen. Vielleicht ist der Vater sogar ein wenig stolz auf die Kraft und die Energie der Töchter. So wie die jetzt hier rumhampeln, das geht eben 2 Stunden hintereinander weg. Dann sind sie müde, dann legen sie sich irgendwann hin und wollen nichts mehr wissen. Dann geht es erst wieder zur Fütterung los, aber die 2 Stunden wollen sie eben spielen. Und die haben so viel Energie, das ist schon auch schon anstrengend für die Eltern. Der Promo, der will heute nicht spielen. Der sonnt sich. Aber es ist ja auch schön, wenn so ein schönes Wetter ist. Und gerade das schwarze Fell, das ist natürlich, das wärmt ja. Dann will der von seinem Sonnenplatz da nicht weg. Ne? Aber der bringt den hier auch, diese Kletterei hier nach oben oder so, das hat der den beigebracht. Die haben also den ersten Tag sind sie immer wieder runtergefallen und er ist immer wieder hochgesprungen und hat denen im Prinzip gezeigt, welche Äste so auch nutzen müssen, um sich festzuhalten. Und naja, dann hat es einen halben Tag gedauert, dann hatten sie das auch weg hier. Dann wollten sie den Vater einmal runterschmeißen. Fand der aber doof. Ja, das ist toll, wa? Partnervermittlung. Ein morbides Geschäft, wenn es um Spinnen geht. Wenn jetzt eine Vogelspinnenverpaarung vornehmen. Heute ist die Kraushaarvogelspinne dran. Zuerst setzt man immer das Weibchen rein, um danach das Männchen zuzusetzen, in der Hoffnung, dass die jetzt so wenig Stress haben, dass sie dann zur Paarung kommen. Die Kraushaarvogelspinne kommt aus Costa Rica und gehört zu den einfacheren Vogelspinnen. Die sind relativ pflegeleicht, die sind nicht aggressiv und lassen sich im Allgemeinen auch sehr gut verpaaren. Wir werden mal sehen, ob es hier auch so funktioniert. Die sollte jetzt eigentlich in der richtigen Position sitzen bleiben. Und wenn wir das Männchen dazusetzen, im schlechtesten Fall wird das Männchen aufgefressen. Nicht aggressiv. Nun ja, der zukünftige oder das Mittagessen, je nachdem. Er sieht das sicher anders. Das passende Männchen dazu. Das ist das Letzte, was wir haben, das Einzigste. Also sollte die Paarung eigentlich funktionieren. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Müssen wir erst ein neues Männchen besorgen. Der ist jetzt knackig, im besten Paarungsalter. Der hat auch schon sein Spermanetz gebaut. Normalerweise setzt sich das Männchen unter das Netz und setzt einen Spermatropfen ab. Dann dreht sich das Männchen um und saugt den Spermatropfen mit seinen Bulben ein, mit den Kieferntastern. Und hat dann praktisch das Sperma vorne an den Tastern dran, wo es halt benutzt wird für das Weib. So, möglichst vorsichtig. Die Männer sind noch stressanfälliger. Die fangen dann immer sofort an rumzuzappeln. Aber das sieht ja auch ganz gut aus. So, mein Junge. Langeweile im Ehebett. Ein wenig bekanntes Phänomen bei den Kraushaarvogelspinnen. Zeig mal, was du kannst. Kann man nur hoffen, dass sie ihn nicht gleich als Futter ansieht. Man kann jetzt also nur abwarten.
Wenn es dann zu lange dauert, dann kann man einen kleinen Stups geben. In welche Richtung? So, jetzt hat er sie bemerkt. Und jetzt versucht er mit seinen tastenden Bewegung vorne sie in Stimmung zu bringen. Der hat so einen kleinen Haken an seinen Vorderbeinen und damit hält er jetzt die Kiefer fest, bringt sich praktisch außer Gefahr, indem man die Kiefer blockiert, dass sie ihn nicht beißen kann und versucht jetzt seine Geschlechtsorgane, die vorne an den Tastern sind, zum Bauch des Weibchens zu führen und da in die Samentaschen einzudringen. Dafür muss er sie jetzt hochstemmen. Jetzt müsste er eigentlich mit seinen Tastern am Bauch ein bisschen rumtrommeln, um sie nochmal zu stimulieren. Und dann werden wir sehen, ob er seine Taster richtig einführt oder ob er es nicht schafft. An für sich sieht es jetzt ganz gut aus. Das Männchen hat im Prinzip zwei Geschlechtsorgane an jedem Taster vorne ein. Die sind also aufgebaut wie eine Spritzenkanüle. Der hat also seinen Sperma da eingesaugt und spritzt es jetzt in die Geschlechtsöffnung des Weibchens rein. Und macht seine Sache anscheinend ganz ordentlich. Doch noch ist er nicht außer Gefahr. Sieht also sehr gut aus. Zumindest ein Taster ist jetzt drin. Auf das gemeinsame Frühstück nach dem One-Night-Stand verzichtet der Mann lieber. Er hat gepaart und macht jetzt, dass er wegkommt. So, normalerweise in der Natur wäre er jetzt weg. Und wenn man die jetzt so zusammenlassen würde, würde sie ihn mit Sicherheit irgendwann fressen. Die Lösung? Getrennte Schlafzimmer. Dahin darf der Gatte nun zurück. Die Rettung naht.